Z. Nein, absolut nicht. Ich habe oft darüber nachgedacht, Bill. Und das ist natürlich meine persönliche Ansicht. Wir werden es aushalten. Aber um es zu überstehen, von Mensch zu Mensch, heißt nicht mehr für sie zu arbeiten. Es heißt, aufzuhören, für die zu arbeiten. Das heißt nicht, gewaltsam gegen sie zu reagieren, weil die gewinnen würden. Die würden es lieben, wenn das geschehe, das gäbe ihnen dann die Entschuldigung. Die nähren sich von Angst und Gewalt. Die Reaktion aus Angst, das wäre für die wie Honig für die Bienen. Die würden diese Reaktion lieben. Was wir brauchen, ist eine gewaltfreie, eine friedvolle Reaktion, einfach den Job für sie nicht mehr zu erledigen. Um ein Beispiel zu geben, Bill, da gab es einen Mann, den die Geschichte bei weitem ignoriert hat. Er war ein Franzose mit dem Namen Jean Jaurès. Es hat mich immer überrascht, warum dieser unglaubliche Charakter nie in die Geschichtsbücher einging. Er ist in gewissen Kreisen in Frankreich ziemlich bekannt, aber nicht weiter. Er sagte den Ersten Weltkrieg voraus. Er wollte, dass die internationale Arbeiterbewegung sich nicht mehr länger den königlichen Familien und den Aristokraten unterwerfen. Und wenn Sie über ihn lesen, finden Sie das selber heraus. Nur ein paar Monate bevor der Krieg ausbrach, zur Zeit, als der Mord am Herzog Ferdinand in Serbien stattfand, wurde Jaurès in einem französischen Café umgebracht. Die haben ihn ermordet. Er wurde erschossen und mit ihm starb auch diese Bewegung. Vor dem Ersten Weltkrieg erkannte er die Zeichen. Er sah, wie die Aristokraten und die königlichen Familien in Europa sich gegenseitig untergruben in einem großen Kampf. Er begriff, dass Frankreich und Deutschland, Großbritannien, alle industrialisierte Länder waren, dass der nächste Krieg gewerbsmäßig geführt wurde, was Millionen Menschen das Leben kosten würde. Er bildete seine Bewegung, welche einige als kommunistisch bezeichneten. Es war die internationale Arbeiterbewegung und es hatte überhaupt nichts mit Politik zu tun. Seine Idee war, dass eine gewöhnliche Person nichts tun sollte, nicht in den Krieg ziehen, einfach daheim bleiben und so würden die den Krieg, den die wollten, nicht haben. Ich persönlich glaube, wenn Gewaltlosigkeit angewandt wird und die Leute erwachen und sehen, was passiert, dann würden die Leute sehr, sehr schnell die Macht, die sie innehatten, verlieren. Die nähren von Macht, die nähren von Angst. Also, wenn man diese Elemente von ihnen entfernt, werden sie machtlos. Die brauchen uns, um das zu tun, was sie tun. Die können es nicht alleine tun, auch wenn sie auf jeden Fall verdammt gefährlich sind. Aber sie können es nicht selber tun. Und das wäre mein Rat, einfach ein wenig aufzuwachen, um zu sehen, was uns geschieht, unsere Köpfe über die Brüstung erheben, ohne Angst davor zu haben, ohne uns zu fürchten. Atmen Sie tief ein und sehen Sie sich um. Sehen Sie, was vor sich geht. Und dann werden die Menschen bald bemerken, oh ja, okay, das ist es, wohin wir gehen. Das ist es, worauf wir zusteuern. Und da gibt es nicht viel, was ich tun kann. Aber Sie können etwas tun. Wie ich bereits sagte, es soll keine gewaltsame Reaktion sein. Und wenn die Menschen dort sind, wo diese Leute sie haben wollen, hört einfach auf, für die zu arbeiten. Stoppt eure Arbeit für die. Nehmen Sie ihre Arbeitskraft weg, weil die Truppen brauchen, welche ihre Arbeit erledigen sollen. Wir sprechen hier nicht über Mitglieder des Militärs. Wir sprechen hier über jedes zivile Mitglied der ganzen Bevölkerung rund um den Globus. Sagen Sie einfach, nein, weil wir nicht so sind. Das ist nicht das, was wir tun wollen. Und es geht darum, diese Wahl zu treffen. Es hört sich lächerlich einfach an. Ich denke, die Ausführung davon ist so einfach und es liegt gut innerhalb der Macht des Menschen. Als bewusstes Wesen, atmende, menschliche Wesen, die Mitgefühl füreinander empfinden.
Weil wir nichts tun können, werden die weitermachen und ihr Endspiel umsetzen. Bill, denken Sie, ausgehend von Ihrer militärischen Erfahrung, dass es genügend Menschen im Militär gibt, die sagen, wisst ihr was, dazu habe ich mich nicht verpflichtet, ich werde das nicht tun. Oder denken Sie, dass alle auf diese Rechtfertigung reinfallen, welche im Moment fabriziert werden? Z. Nun, im Großen und Ganzen ist das westliche Militär eine nicht einberufende Armee. Es ist eine Berufsarmee und sie rühmt sich für ihre Professionalität. Sie rühmt sich im Auftrage der Leute, die die Regierung gewählt haben, zu fungieren. Diejenigen, die sie aussandten, den Job zu erledigen, den sie tun. Es ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Und natürlich sind diese Truppen hervorragend ausgebildet und die glauben wirklich, wie ich es auch tat, als ich im Militär war, dass sie diesen Job aus den richtigen Gründen erledigen. Wenn es den Menschen in diesen Berufen klar werden würde, das betrifft nicht nur das Militär, wir sprechen hier über die Notdienste, die Polizei, alle, die ihren Weg in die Sicherheitsbranche gemacht haben, wir sprechen über all diese Leute. Wenn genug Stimmen gehört wurden, dann werden diejenigen im Militär, die keine hohen Ränge erreicht haben, die keinen großen Anteil an diesem Spiel haben, dann werden diejenigen aufwachen, sobald wie jeder andere. Aber es muss einem erst bewusst werden, dass die westlichen Mächte Berufsarmeen haben und es wird schwierig sein, es diesen jungen Männern und Frauen klarzumachen, dass sie nicht die richtigen Leute bekämpfen. Bill, sicher, lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Wurden dort Hinweise auf ungefährliche und sichere Aufenthaltsorte gegeben? Physisch meine ich. Z. Nein, überhaupt nicht. Bill. Nichts wie die südliche Halbkugel ist okay. Die Nordhemisphäre wird Probleme erfahren. Nichts dieser Art. Z. Nein, nicht an dieser Sitzung. Das wurde überhaupt nicht erwähnt. Bill. Okay. Eine andere Frage, welche ich Ihnen stellen möchte, und es ist eine faszinierende, welche unter den Menschen diskutiert wird, die sich für dieses Gebiet interessieren und eine persönliche dazu. Warum glauben Sie, dass wohlwollende ETs, und ich bin sicher, dass die existieren, warum denken Sie, dass die nun nicht einschreiten und sagen, okay, Leute, normalerweise halten wir uns raus, aber das hier ist wirklich ernst und wir werden nicht zulassen, dass das passiert. Ist das möglich? Warum halten Sie sich so fern? Z. Nun, das Erste zuerst. Diese wohlwollenden ETs, ich mag die eigentlich gar nicht ETs nennen, ich glaube, dass diese Menschen wir sind und wir sind sie. Bill, ja. Z. Die sind schon länger hier als das Regime, das momentan an der Macht ist. Das gegenwärtige Regime, dieses auf Macht basierende Regime, die haben einige Reptilien genannt. Und ich habe überhaupt kein Problem, die so zu nennen, weil das genau beschreibt, wie die sind. Total kaltherzig. Die sind schon sehr, sehr lange hier und sie sind diejenigen, welche die Menschheit zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Interventionen, ich glaube, die haben so gut eingegriffen, wie sie können. Aber wir sprechen über spirituell hochentwickelte Wesen, wie die menschliche Rasse auch spirituell sehr weit entwickelt ist. Vielleicht kommen wir deshalb so oft auf diesem Planeten zurück. Aber für diese Menschen, die wir sind und wir sind sie, wie ich erwähnte, die sehen die Zeit nicht so, wie wir die Zeit hier in dieser physikalischen Welt verstehen. Für sie vergehen 11.500 Jahre in einem Augenblick. Das ist keine Dauer und sie wissen bereits, wie das Endspiel aussehen wird.
Die glauben, wie ich auch, dass dieses Regime, welches momentan an der Macht ist und die ganze Welt und alles, was darauf und darin ist, dominieren möchte, nicht gewinnen wird. Die haben ihre Zeit jetzt und ihre Zeit ist im Begriff auszulaufen. Bill, worauf gründet Ihr Gefühl darüber? Das ist sehr wichtig für die Menschen, die diese Abschrift hören, weil einige über diese Informationen, die Sie hier vorstellen, sicherlich schockiert und erschüttert sein werden und denken, oh Gott, wir haben hier wirklich eine Niete gezogen. Z. Ja, wenn man es ausschließlich vom physikalischen Standpunkt aus betrachtet, ja, das soll nicht heißen, dass wir alle Selbstmordgedanken hegen werden oder so etwas. Wir wollen alle unsere Leben leben. Wir alle wertschätzen unser Leben. Jedermann. Wir lieben unsere Leben und wir wollen diese auf alle Arten erfahren, auf die beste Art, wie wir nur können. Wir sind werden zurzeit daran gehindert, so zu leben wegen dieses Regimes, das auf Angst beruht. Und die größte Angst, die wir haben, ist die Angst vor dem Tod. Und das ist ein Teil der größten Macht, die sie über uns haben. Diese Art Angst, diese bedrückende Sorge, welche sie vergrößern oder vermindern können, was sie ständig tun. Ich kann mich an keinen Augenblick erinnern, dass dies nicht passiert, dass diese Angst nicht aufkommt und wir darauf reagieren, auf die Weise, wie wir das halt tun. Es scheint absolut natürlich. Aber was passiert, wenn wir nicht reagieren, wenn wir aufhören, so zu fühlen und sagen, nun, das ist nur Angst, wir können die überwinden. Da würden wir bemerken, wer wir wirklich sind. Ich kann noch nicht glauben, dass momentan genügend Menschen hier sind, die wissen, wer sie wirklich sind. Sie definieren sich über ihre eigene physische Existenz, die ganz aus Angst basiert. Und es läuft zyklisch und sie können sich einfach nicht davon befreien. Und offensichtlich müssen sie ihren Weg daraus finden. Ich persönlich glaube, dass da eine Umwälzung kommt. Ich nenne es Umwälzung, weil ich glaube, dass genau das passieren wird. Die Erdkruste wird sich um circa 30 Grad, etwa 1700 bis 2000 Meilen, also circa 2800 bis 3200 Kilometer nach Süden verschieben. Und es wird einen riesigen Umbruch verursachen, Auswirkungen, welche eine lange Zeit andauern werden. Aber die menschliche Rasse wird nicht aussterben. Wir werden immer noch hier sein. Meine Gedanken gehen dahin, wo und wer wir am Ende davon sind. Und über dieses Regime dort sind auch ihre Gedanken. Deshalb tun die, was sie tun werden, weil die noch immer die Kontrolle behalten wollen am Ende von alledem. Nun, falls wir über Intervention sprechen, ist es dann, wenn ein Eingreifen der wohlwollenden ETs geschehen wird. Die Menschen, die in Wirklichkeit wir sind, das wäre der Moment, wenn es geschehen könnte. Aber ich weiß es nicht sicher. Ich habe ein starkes, intuitives Gefühl, dass es geschehen wird, aber die aktuelle Situation, in welcher wir uns im Moment befinden, ist für diese Art von Eingreifen nicht förderlich. Nicht im Augenblick. Die spüren, dass es nicht die richtige Zeit dafür ist. Und in jedem Fall ist das physische Leben nur ein sehr kleiner Teil von dem, was wir wirklich sind. Also wie wichtig ist das Ganze nun, wissend, dass wir durch diese Tür kamen und durch jene Tür wieder weitergehen, um auch dort sowieso wieder nach Hause zu kommen. Also, all das muss bedacht werden. Und ich bin sicher, da gibt es Menschen da draußen, die das viel besser verdeutlichen könnten, als ich es jetzt kann. Ich kann es nur aus einem sehr persönlichen Gesichtspunkt artikulieren. Und das ist, was ich intuitiv spüre, was passieren könnte. Und ich sage könnte, im vollen Wissen, obwohl ich mir in meiner selbst sicher bin, dass etwas dieser Art geschehen wird und es ist nur das Leid, durch welches wir gehen müssen, um den Punkt zu erreichen, wenn dieses Regime nicht mehr länger die Macht hat.
Menschen wachen auf, finden heraus, was um sie herum vor sich geht und schauen wirklich genauer hin und erhöhen die Ebene ihres Bewusstseins wie nie zuvor. Dann wird sich alles sehr schnell fügen. Und wenn das passiert, wird die Macht, die diese Leute haben, zu Staub zerfallen, wissen Sie? Sie wird einfach zerfallen und die werden entlarvt und bloßgestellt, als was sie sind. Bill, das ist ein sehr inspirierender Gedanke. Glauben Sie persönlich, dass, lassen Sie mich eine Reihe von Alternativen auflisten, dass der ganze Krieg gar nicht passieren könnte, dass das ganze Ding einfach auseinanderfällt? Oder dass all das auseinanderfallen wird nach dem Krieg, jedoch vor dieser Katastrophe? Oder dass alles auseinanderfallen wird nach dieser Katastrophe und die Sanftmütigen die Erde erben werden, zum Beispiel? Z. Ja, das ist eine extrem gute Frage. Lassen Sie uns zwei Dinge bedenken. Die erste Sache ist die außerordentliche Entschlossenheit dieses Regimes anstelle einer besseren Beschreibung, die völlige Verbissenheit, die sie haben, ihren Plan umzusetzen. Die sind verzweifelt. Die tun alles, um ihren Plan zu realisieren. Die kreieren die Szenarien der Anfang und das Ende. Es ist erbarmungslos, es ist ununterbrochen, da gibt es keine Atempause. Und wenn da eine Atempause kommt, ich meine, wenn die Menschen sich wieder entspannen können, wird es etwas anderes auftauchen und uns weiterhin im eisernen Griff dieser Angst, die sie erzeugen, halten. Das ist eine ungeheure starke Kraft, die sie haben, extrem kraftvoll und sie sollte nie unterschätzt werden. Es ist diese Art Macht, welche die guten, ehrlichen Menschen bricht, zu früh ins Grab bringt durch den Stress und die Sorgen. Es heißt, davon wegzukommen und es als was es ist zu erkennen. Wenn es genügend Menschen da draußen gibt, die das Niveau ihres Bewusstseins erhöhen können und einfach sehen, was vor sich geht, dann werden alle ihre Köpfe erheben können. Ich denke, es braucht nur ein oder zwei Menschen, die ihren Kopf erheben und sagen, ja, alles klar und jedermann wird folgen. Dann werden wir die rund um die Welt sehen, in verschiedenen Ländern. Einfach ein neues Gefühl, ein besseres Gefühl, als wir bis anhin hatten. Und da geht es nur um Einzelpersonen, die sich ihre Macht zurücknehmen, dadurch, dass sie anerkennen, wer sie wirklich sind. Und das ist nichts Mystisches, es ist nichts Okkultes oder etwas dieser Art. Es hat sehr wenig mit Religion zu tun. Es geht nur um den menschlichen Geist und das Bewusstsein, durch das wir leben und das wir auch miteinander teilen und das Wissen darum, dass wir alle am Bewusstsein zweifelslos teilhaben, auch wenn dieses Wissen gegenwärtig noch unterdrückt wird. Wir müssen diese unterdrückenden Mächte umgehen, um zu erkennen, wer wir sind. Wenn das geschieht, wird alles andere sehr natürlich folgen und das Regime, so gefährlich es auch ist, ich kann das gar nicht genug betonen, das sind verdammt gefährliche Leute, extrem gefährlich, wird seine Macht verlieren. Bill, das ist dem, was David Icke aussagt, äußerst nahe. Es gleicht dem sehr, worüber Dr. Bill Deagle sagt und worüber wir bereits mehrmals besprochen haben. Z. Ja. Bill. Dass da eine Erhöhung des Bewusstseins auf dieser Erde stattfindet, aber dass sie verzweifelt versuchen, den Deckel darauf zu halten und ihre eigenen Pläne voranzutreiben, sodass sie weiterhin die Kontrolle über alles in ihrem eisernen Griff halten können. Die Dinge mögen sich erst verschlechtern, bevor sie wieder besser werden, aber die werden am Ende nicht gewinnen, weil das Bewusstsein, alle Kräfte und alle Militärmächte und all diese strategischen Pläne, die sie umsetzen könnten, überwindet. Und es geht darum, dieses kollektive Bewusstsein weiterhin auszudehnen, wie es scheint. Und dieses Interview, welches wir hier machen, soll darin auch eine Rolle spielen. Weil es nicht darum geht, den Menschen eine Heidenangst zu machen, dass sie sich alle verstecken mit ihrer Notfallration. Es geht darum zu sagen, hört her. Es muss nicht so sein, wenn wir so mächtig werden, wie wir eigentlich sind und so mutig und stark, wie wir sein können und erkennen, wer wir wirklich sind. Und wenn genug von uns das tun, dann wird es sich nicht wie von denen geplant entwickeln. Z.
Das ist richtig. Ich komme hervor, um genau das zu sagen. Ich weiß, ich sage nichts, was einzigartig wäre, aber wie Sie andeuten, muss es wiederholt werden. Die Menschen müssen sich bewusst sein, dass es Hoffnung gibt und dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Die hätten nie so sein müssen, wie sie sind. Es kann viel, viel besser werden. Es geht darum, die Angst zu überwinden. Es ist die Angst, über die die Menschen hinwegkommen müssen. Wir müssen keine Psychiater oder Psychologen oder ähnliches sein. Die befassen sich nur mit der Psyche. Wir müssen keine religiösen Anführer werden oder großartige spirituelle Denker, um uns dessen bewusst zu werden, weil wir all diese Fähigkeit bereits in uns tragen. Es ist uns angeboren. Also geht es darum, in sich hineinzusehen und uns dann mit uns selbst anzufreunden, uns damit anzufreunden, wer wir sind. Dann werden wir wissen, was vor sich geht und was falsch läuft. Und jedermann sonst, es wird sich einfach verbreiten. Sogar diejenigen, die in dieses Regime der Angst hineingezogen worden sind, werden nicht widerstehen können, weil das zu tun bedeuten würde, sich selbst den wirklichen Selbst zu widerstehen. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist es, worum es im ganzen Universum geht und worum es in dieser ganzen Erfahrung geht. Und es wird diese Zeitspannen, die vielen vergangenen Jahrtausende, einfach verblassen lassen. Nicht mal eine schlechte Erinnerung, sondern wie, gut, wir haben daraus gelernt, okay. Und wir werden sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert, dass diese Art von Charakteren, welche diese Angst erzeugen, wissen Sie, dass die niemals wieder an die Macht kommen. Also, ja, ich denke, dieser Tag wird kommen und wenn es rechtzeitig passiert, und Zeit ist eines der Worte, welches wir sehr vorsichtig nutzen sollten, weil dieses Regime so auf Timing basiert, wo doch das menschliche Bewusstsein sich nicht wirklich mit Zeit beschäftigt, aber sie es definitiv tun, wegen der physikalischen Natur der Erde. Sie tut die Dinge zu bestimmten Zeiten. Wissen Sie, wir haben Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Diese Umwälzung, die geschehen wird, ist wie eine weitere Jahreszeit. Was geschehen wird, ist eine geophysikalische Veränderung. Es ist eine andere Jahreszeit und eine sehr bewusste Menschheit könnte höchstwahrscheinlich locker damit umgehen und am anderen Ende tatsächlich sehr gut herauskommen. Ich weiß, Sie haben die sicheren Orte erwähnt, wo die Menschen hingehen könnten. Ich weiß es wirklich nicht. Aber von meinem persönlichen Gesichtspunkt weiß ich, wo ich sein sollte. Und wo ich sein sollte, ist da, wo ich genau jetzt bin. Ob es da sicher ist oder nicht, ist unerheblich. Es ist, wo ich genau jetzt sein sollte und ich fühle mich damit behaglich. Bill. Ja, wenn Menschen uns diese Frage stellen, wo sie sein sollten, werfen wir diese auf sie zurück und betonen, dass die Antwort für jeden eine andere sein wird, darauf basierend, dass niemand außer ihnen selbst das wirklich wissen kann. Einige Menschen werden mittendrin bleiben müssen, einige Menschen werden reisen müssen, aber der Grund dafür könnte darin bestehen, dass sie sich mit irgendjemandem treffen oder etwas an einem anderen Ort erledigen müssen. Es kommt wirklich so auf viele Faktoren an, nicht nur darauf, was ist verhältnismäßig sicher und wo sollten wir uns verstecken. Es hat mehr damit zu tun, wie können wir all die Fähigkeiten, die wir jetzt und hier haben, am besten einsetzen, um all das zu tun, wofür wir hier sind. Und das wird für jedermann etwas Individuelles bedeuten.
Absolut, so ist es. Ich denke, je bewusster die Menschen werden, desto kleiner wird der Angstfaktor. Wir leben nicht in dieser Furcht. Also was wir vorher fürchteten, macht diesem oder jedem Individuum nicht länger Angst oder dieser und jener Gruppe von Menschen, was das betrifft. Sie wird einfach nicht mehr existieren. Das soll nicht heißen, dass dann keine Sorgen, kein Leid oder ähnliches mehr existiert. Natürlich wird es das noch geben, aber über alle das hinaus die Ängste, die wir gegenwärtig erleben, die physikalische Furcht, die Verunsicherung und die unvorhersehbare Art der Ereignisse, das wird verschwunden sein. Das wird einfach weg sein. Wir werden zurückbleiben, um die Menschen zu werden, die wir sind. Und ich denke, die menschliche Rasse ist als Ganzes gesehen wirklich verdammt wundervoll. Bill. Ja, das ist eine wunderbare Sache, die die Menschen mitnehmen können, etwas, was wir bereits oft aufbrachten. Dazu gibt es einen wundervollen Film. Der geht ins Jahr 1984 zurück, ein Film mit Jeff Bridges namens Starman. Starman ist ein außerirdischer Besucher, der aus friedvollen Gründen hier ist, der versucht, die menschliche Rasse zu verstehen, weil er in seltsame Situationen verwickelt wird und er versucht, wieder nach Hause zurückzukommen. Gegen Ende des Films sagt er: "Möchten Sie wissen, was ich an eurer Rasse schön finde? Ihr seid am besten, wenn die Dinge am schlechtesten stehen." Ich habe diesen Satz nie vergessen. Es geht um die Tatsache, welche großartig ist an der menschlichen Rasse die Fähigkeit, in Zeiten von Problemen über sich hinauszuwachsen und tief in sich hineinzugreifen, um das Beste aus sich herauszuholen in den schlimmsten Situationen. Und natürlich ist im Militär diese Art von Verhalten bereits nahezu Tradition, dass es Menschen gibt, die unter außerordentlichem Druck zu unglaublichen Heldenmut anwachsen, und es ist diese Antwort auf Stress, welche uns wunderbar macht. Z. Ja, im Militär fällt es mehr auf, weil darüber berichtet wird. Menschliches Bewusstsein und wie wir durch diese physikalische Welt existieren, macht uns extrem belastbar. Ein wichtiger Punkt, den wir bedenken sollten, ist, dass wir manchmal denken könnten, wir seien an einem toten Punkt angekommen, im ethischen Gedanken über gewisse Dinge. Jedoch stimmt das nicht in Wirklichkeit. Dinge unterscheiden sich einfach von einer Person zur nächsten, was, wie ich denke, wirklich fantastisch ist. Der Dialog, den wir haben, hilft uns, uns selbst viel besser zu verstehen. Aber es überschreitet den toten Punkt, denke ich. Es geht darüber hinaus. Es übertrifft alles, was wir als ethisch erwiesen und anerkennen und so. Das bringt es auf ein ganz anderes Niveau, wenn diese Dinge geschehen, wenn unsere Belastbarkeit bis zum Extrem ausgereizt wird. Wir sind alle fähig, wundervolle Dinge zu vollbringen, und es sieht so aus, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auf der Spitze angekommen sind, auf der unsere Belastbarkeit bis ans Limit getestet wird. Ich werde noch einmal betonen, dass wir gegen sehr gefährliche Menschen spielen, extrem gefährliche Leute, unglaublich mächtige Leute. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass nicht viele Menschen aus erster Hand Kontakt zu dieser Art von Macht hatten und wie diese ausstrahlt und wie diese eine Person beeinträchtigt. Es kann einen sehr, sehr krank machen, krank bis zum Zusammenbruch. Oder man schließt sich ihnen an. Man unterwirft sich und macht kriecherisch alles, was sie wollen, weil die Leute, die für die arbeiten, die deren Befehle ausführen, von denen gibt es eine ziemlich große Anzahl, sind unglaublich gehorsam und unterwürfig. Die sind überhaupt nicht, was man Freigeist nennt. Wissen Sie, die wurden eingewickelt, sind von denen hereingelegt worden. Vielleicht ist das etwas, das die Menschen sich bewusst machen sollten, die Art von Macht, welche die momentan innehaben. Und ich denke nicht, dass das bereits völlig erfasst wurde. Menschen versuchen zwischen die Handlungsräume zu sehen, um herauszufinden, was vor sich geht, und sie finden kleine Schnipselinformationen. Diese Schnipsel werden sehr, sehr wichtig sein.
aber auf irgendeine Weise gegen sie zu handeln, kann ziemlich katastrophal enden. Ich habe diese Erfahrung gemacht und denke, viele, viele andere Menschen auch. So ist es vielleicht deshalb, warum wir genau erklären sollten, wer die sind, warum wir uns zu erkennen geben und frei von Angst sind. Es ist wegen dieser Angst. Das ist die Basis, warum all das noch besteht. Bill. Etwas, was wir vorhin angesprochen haben, als wir vor ein paar Tagen im Gespräch waren, ist, dass die Leute sehr arrogant sind, was sie aus erster Hand erfahren konnten und auch was George Green beschrieb, als wir ihn das erste Mal getroffen und mit ihm gesprochen haben, vor etwa ein Dreivierteljahren. Er sagte, die denken, sie hätten gewonnen, die machen sich keine Sorgen mehr, die versuchen nicht mehr, die alternativen Medien zum Schweigen zu bringen. Nicht wirklich, wissen Sie. Es wird keinen Unterschied mehr machen. Was für eine Veränderung können zwei Stimmen schon bewirken? Der Plan wird auf jeden Fall umgesetzt. Es wird überhaupt keinen Unterschied mehr machen, glauben die, was sie sagen oder was ich sagen könnte. Z. Nun, ich gehe einig mit dem, was George Green sagte. Er hat das Bild viel besser gezeichnet, als ich es könnte, weil es genau so ist. Die sind unglaublich arrogant. Zusammen mit ihren anderen Eigenschaften, die sie haben, ist da diese Arroganz da. Das ist ziemlich fühlbar, ja. Und denen ist es wohl mit dem, was sie tun, wirklich wohl. Die verstecken sich nicht oder schleichen herum. Ich meine, diese Leute sind ziemlich offen da draußen. Einige von ihnen sind gar öffentliche Figuren. Bill. Okay, nun haben wir hier noch etwas vergessen. Gibt es noch etwas, was Sie erzählen wollten, dem wir noch nicht ganz auf den Grund gegangen sind? Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen, etwas, worüber ich Sie nicht befragt habe? Z. Da gibt es noch so eine Geschichte zu erzählen, denke ich, weil ich mir sehr bewusst bin, dass die Menschen eine gewisse Glaubwürdigkeit erfahren müssen bei allem, was ich ihnen beschrieben habe, und ich glaube, das ist immer schwierig. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich mir dieser Zeitachse seit den frühen 70er Jahren bewusst bin, damals noch zu jung, um zu verstehen, worum es ging. Tatsächlich schien mir, dass da etwas ziemlich Aufregendes vor sich ging, und das war das erste Mal, dass ich von der Existenz der angelsächsischen Mission hörte. Und Einzelheiten, die ich kenne, ich denke, wenn ich beginnen würde, insbesondere Namen zu nennen und was erzählt wurde und wo ich zu dieser Zeit war, das würde das offizielle Geheimhaltungsgesetz verletzen, an welches ich noch immer in einigen Aspekten gebunden bin. Ich meine das Militär. Wo es das zivile Umfeld betrifft, da nicht. Da bin ich glücklich, darüber zu sprechen. Ich wünschte, da gäbe es einen Weg, andere Ereignisse zu beschreiben, dessen sie sich bewusst sind, und es so zu beschreiben, dass die Menschen mich viel besser verstehen würden, als ich es hier erklären konnte. Dann würden sie genau erkennen, woher ich komme, wo ich war und was ich durchgemacht habe. Ich glaube, dann könnten die Menschen sich das Gesagte viel vernünftiger erklären. Aber ich denke schon, dass wir für die Menschen genug gesagt haben. Wenn sie möchten, können sie selber recherchieren und ein paar Geschichten aufdecken. Und wenn da etwas Bedeutendes herauskommen würde, was andere Menschen wieder stärken könnte, dann wäre das fantastisch. Das wäre großartig, weil Beweise, wissen Sie, ich weiß, es ist von solch entscheidender Bedeutsamkeit, diese Dinge zu tun, und da gibt es nichts wie einen unwiderlegbaren Beweis. Da ist einfach eine Person, die von etwas berichtet, das vor 5 Jahren stattgefunden hat, prinzipiell, aber da gibt es noch eine viel, viel größere Geschichte, worüber sie sich bewusst sind, und wir müssen extrem vorsichtig sein, wie wir damit umgehen. Bill. Da gibt es natürlich viele Menschen, die zu den gleichen Informationen Zugriff haben wie Sie. Das ist etwas, das Tausenden von Leuten in der Finanzbranche, dem Militär und in der Politik bekannt ist. Es ist weit herum bekannt. Das ist wohl ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber dennoch ist es in sehr weiten Kreisen bekannt. Z. Absolut. Ja. Bill.
Und etwas, was wir immer ermutigt haben, und wir sagen es hier noch einmal, ist, dass wir jeden ermutigen, der Erfahrungen aus erster Hand gemacht hat oder sogar aus zweiter Hand in irgendeinem Aspekt davon, bitte mit ihrem Wissen hervorzutreten und sich bewusst zu werden, dass in der Menge auch eine gewisse Sicherheit liegt. Wissen Sie, dass je mehr Leute mit ihrem Wissen aus den Reihen brechen und den Mut haben, den auch sie haben, um zu erzählen, umso mehr wird auch hingehört, umso mehr wird verstanden und die ganze Sache wird wie ein Schneeball ins Rollen kommen. Der Schneeball rollt. Er mag klein sein, aber er wird rollen. Z. Oh, so ist es, so ist es. Da wird die Zeit kommen, in der Namen genannt werden. Wenn genug öffentliche Unterstützung besteht, werden wir Erklärung von diesen Leuten fordern. Also, wenn genügend Früchte vom Baum der Beweise herunterfallen, können diese Leute richtig herausgefordert werden und dann werden wir eine ganz andere Geschichte erfahren, wissen Sie, eine, die daraus hervorgeht, was Leute wie ich Ihnen erzählen. Es wird real werden. Sehr real. Wir können das tun. Wir können die Leute in die Verantwortung nehmen. Bill. Okay. Ganz recht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte hier mit folgenden Worten schließen. Vielen Dank für Ihren Mut und vielen Dank für Ihre Gesinnung. Z. Ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, Bill.